Ja, hallo. Ich möchte hier was zeigen über ein Aquakultursystem. Ich bin hier bei Dr. Stefan Hügel. Hallo. Hallo. Und hier die Anlage ist eine Aquaponikanlage mit Fischen, mit Graskarpfen da im Hintergrund. Stefan, was ist die Anlage hier? Ja, ich zeige es mal ganz grob. Also hier sind die drei Beete mit so Lava-Tees. Das ist so das Aufwendigste an der ganzen Anlage, das hier einzufüllen, auch das Teuerste. Ansonsten besteht die aus diesen IWC-Containern, die man selber auseinanderschneiden kann. Hier da hinten, das ist der große Tank, da sind die Fische drin. Also der hier. Hier ist noch eine Luftpumpe und hier der kleinere Tank, der halbe Tank, das ist der Pumpentank. Da ist die Pumpe drin, die das Wasser in den Fischtank fördert. Und vom Fischtank läuft sie wieder über dieses Rohr hier in die drei Beete. Und damit zirkuliert das quasi permanent. Heißt, die Pflanzen wachsen also nur mit den Nährstoffen aus dem Fischkot. Ein Ja, die bisschen. Fische sieht man jetzt hier nicht, natürlich Ja, wegen der genau. Belüftung. Wie hängen die Fische und die Pflanzen zusammen? Ja, also das Besondere an der Anlage ist, dass ich hiermit die Fische fütter. Siehst du Ja, genau, Entengrütze. Entengrütze, da schwimmt sie auch. Man sieht das, die Schwimmpflanzen. Ja, und also normalerweise ist es so, die Fische in der Aquaponik, die werden ganz normal mit Pellets gefüttert. Ich persönlich habe aber so ein bisschen ein Problem mit Pellets, weil es ist halt Fischmehl basiert und da ist Soja drin und was weiß ich noch was für Zusatzstoffe. Also man kann es halt nicht aus lokalen Ressourcen machen. Das hier aber halt schon, weil das Zeug wächst überall. Es wächst total schnell, also es ist tatsächlich die schnellst wachsende Pflanze, die es überhaupt gibt. Es kann sich unter Optimalbedingungen in 2 Tagen teilen, also verdoppelt sich alle 2 Tage. Und es ist extrem proteinreich. Und damit kann man eben Graskarpfen zu 100% füttern. Also, die kriegen nichts anderes. Ab und zu schmeiße ich nochmal Nacktschnecken rein. Ja, das ist auch eine gute Methode, die loszuwerden. Die werden auch sofort gefressen. Genau, und der zweite Vorteil daran ist eben die Fettsäurezusammensetzung von diesen Wasserlinsen. Das ist eben hauptsächlich die Omega-3-Fettsäure ALA, also Alpha-Linolensäure, also nicht die Omega-6-Säure-Linolsäure, sondern Alpha-Linolensäure. Ich habe es jetzt richtig gesagt, verwechsel es auch manchmal. Das ist ein bisschen schwierig mit den Namen. Also die Fettsäure, die man zum Beispiel auch in Leinsamen hat. Und dadurch reichert sich das eben in den Fischen an. Und das Besondere ist, dass diese Fische eben auch in der Lage sind, aus der kurzkettigen Omega-3-Fettsäure die langkettigen zu machen, also DHA und EPA, also gerade die Fettsäuren, die wir brauchen für unser Gehirn, ja, und auch für die anti-entzündlichen Wirkungen und noch für tausend andere Sachen, für die Augengesundheit und ganz viele andere Sachen. Also es sind im Grunde, kann man sagen, das sind Nährstoffe, die in der modernen Ernährung absolut zu kurz kommen. Ja, und da ist halt ganz besonders auch das Anliegen, dass wirklich in vielen afrikanischen Ländern, in armen Gegenden diese Fettsäuren, diese hochwertigen, sehr fehlen. Und deshalb bin ich so interessiert an so einer Anlage, weil sowas kann man im Grunde überall machen mit einfachen Mitteln. Das kann ja auch ein Teich sein, der im Boden ist, oder? Total, ja. Und die Wasserlinsen habe ich jetzt auch von draußen geholt, von dem Teich, wo die wachsen. Das ist also der Hauptnährstoffinput, also Fischfutter und damit halt auch ja, Futter für die Pflanzen letztlich. Und das heißt, ich hole dann Fisch raus, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, weil die noch nicht groß genug sind. Und natürlich Gemüse. Also ich baue dann hier hauptsächlich Paprika an und Salat ist gerade viel drin, Koriander, noch ein Ja, paar gehen wir doch nochmal rüber, Bartersalate. schauen uns das nochmal an. Gehen wir auf Ja. der Seite. Ja, also hier sieht man, jetzt habe ich schon Chilis reingesetzt, Salate, hier ist auch schon etwas größere Erdbeeren habe ich hier noch. Die Anlage ist jetzt fast ein Jahr in Betrieb. Ja, hier sieht man noch japanischen Ingwer, Kohlrabi, Petersilie, Dill kommt hier noch. Also hier eigentlich geht fast alles, Wurzelgemüse nicht ganz so gut, aber sonst alles. Es ist hier nicht so hell, also die Sonne kommt hier nicht so viel rein. Weil die großen Bäume hier sind. Das steht Ja, etwas ungünstig, die aber es Bäume ging sind nicht anders. groß. Ja, genau. Aber das Wasser vom Fischteich kommt hier jetzt rein, ne?
Genau, über dieses Rohr auf drei, auf diesen drei Hähnen, die sich also einstellen lassen, kann man es also regulieren. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, das Wasser wird ja hier gereinigt. Also das ist ja im Grunde genau, die... Die Idee ist eben, dass diese Steine hier eben die Oberfläche bieten für die Bakterien, die eben die Umwandlung machen von dem Ammoniak über zu Nitrit und Nitrat, was dann die Pflanzen nutzen als Nährstoff. Und also die Fische waren jetzt auch im Winter hier. Ich hatte so eine dicke Eisschicht. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, aber es ist gar nichts passiert. Im Winter fressen sie auch nicht. Das heißt, es passt genau zusammen mit wie die Wasserlinsen wachsen. Ja. Ja, und das ist eine tolle Anlage. Und du hast hier sogar noch ein zweites Stockwerk eingebaut. Ich sehe hier Erdbeeren am Wachsen. Ja, genau. Das ist so eine NFT, heißt es, also Nutrient Film Technik. Das heißt, da läuft nur so ein ganz dünner Film von dem Wasser entlang und die Wurzeln kriegen dann damit auch Sauerstoff. Und ja, also die muss man tatsächlich hier einfach nur so reinstecken. Ach, die sind da ganz lose drin einfach. Ja, habe ich erst letzte Woche reingesteckt. Man sieht halt schon hier so die neuen Wurzeln, die kommen hier schon überall raus. Geht ganz, ganz easy. Einfach reinstopfen und das wächst direkt. Klasse. Und hier drüber ist einfach noch Platz. Und das könnte man ja da hinten auch noch machen, wenn jetzt hier noch mehr Licht wäre. Ja, schön. Also das ist im Grunde so die Idee. Dr. Stefan Hügel, bekannt von der Mineralienwende. Er hat aber eine Forschungsarbeit gemacht über ein Projekt, was sich Pond Farming nennt. Und da gibt es einen Vortrag dazu. Der Vortragslink ist hier unter diesem kurzen Video. Und Stefan, vielen Dank. Danke auch. So, dann tolle Anlage und ist halt einfach eine Kleinanlage zur Forschung. Aber gedacht ist das, dass man sowas in viel größer macht. Anlagen, die halt auch Teiche sind, die gleichzeitig Wasserspeicher sind. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee, weil da, wo wir Rainwater Harvesting Projekte machen in afrikanischen Ländern, die Idee hat Stefan in Äthiopien gehabt. Und wenn man so Wasserspeicher macht, um die von der Regenzeit das Wasser in die Trockenzeit zu kriegen, dann kann man da halt diese Schwimmpflanzen draufsetzen, wie da hinten gesehen. Dort wäre es dann Tilapia in den warmen Ländern und dann können die Menschen dort halt eine sehr, sehr hochwertige Nahrung kriegen und das ist genau das, was halt extrem fehlt und die armen Familien haben eine ziemlich brutale Fehlernährung und das muss geändert werden und das ist hier im Grunde der Ansatz. So, ja, damit bin ich raus und wer Ausführlicheres will, Links unten runter. Danke.